Afrika. Einer der letzten unbekannten Flecken Anfang des 19. Jahrhunderts. Voller Versprechungen und Gefahren. Auch für den europäischen Entdecker Johann Ludwig Burckhardt. Für einen Geheimauftrag der britischen Krone hat er seine Identität gewechselt. Mit dieser Tarnung soll er Wege öffnen, die anderen verschlossen blieben. Ich folge Burckhardts Route durch den Orient 200 Jahre später. Denn was er entdeckt und beobachtet, hat auch heute noch eine große Bedeutung. Was mich am meisten fasziniert, ist Burckhardts Verwandlung, die er selbst akribisch notiert. Er war nicht nur ein großer Entdecker, sondern auch ein mutiger Schauspieler. Denn wenn er in seiner Rolle versagt, droht keine schlechte Zeitungskritik, ihm droht der Tod. Herbst 1816. Scheich Ibrahim ibn Abdullah hat in Kairo zum Tee geladen. Seine Gäste kommen aus Europa und dem Orient. Keiner von ihnen kennt die wahre Identität des Mannes. Er tarnt sich als muslimischer Händler aus Indien und spielt gern den großzügigen Gastgeber. Von seiner wahren Mission ahnt hier niemand etwas. 8 Jahre zuvor nahm sie ihren Anfang, fast 4000 Kilometer entfernt. Damals heißt Scheich Ibrahim noch Johann Ludwig Burckhardt. Er stammt aus Basel, hat in Deutschland studiert und will in London Karriere machen. Hier beginnt meine Spurensuche. Anfang des 19. Jahrhunderts wird von hier aus ein Weltreich regiert. Die Stadt an der Themse boomt und verspricht lukrative Aufstiegschancen für all diejenigen, die bereit sind, etwas zu riskieren. Johann Ludwig Burckhardt. Hier in London wird er sich auf sein großes Abenteuer einlassen. Er wird sich verwandeln und eine völlig andere Identität annehmen. Dabei hat er Jura studiert, nicht Schauspielerei. Ich finde es faszinierend, fast ein wenig erschreckend, mit welcher Endgültigkeit dieser 23-Jährige sein bisheriges Leben gegen eine Rolle tauscht. Ich würde das niemals machen wollen. Burckhardt muss gute Gründe gehabt haben. Die hat er. Denn er ist fast am Ende im Frühjahr 1808. Seit 2 Jahren schon sucht der ausgebildete Jurist in London Arbeit. Seine Hoffnungen auf einen Posten im diplomatischen Dienst haben sich nicht erfüllt. Er ist völlig mittellos. Die Fassade des gut situierten jungen Mannes kann er nur mit äußerster Mühe aufrechterhalten. Als er keine andere Möglichkeit mehr sieht, lässt er sich auf ein gewagtes Angebot ein. Die African Association, die sich der Erforschung Afrikas verschrieben hat, sucht einen Freiwilligen für eine heikle Mission. Er soll für die Seemacht England einen Zugang zu den Schätzen des schwarzen Kontinents finden. Der Fluss Niger scheint vielversprechend. Kommen Sie, Luis. Es ist eine überaus gefährliche Mission. Gentlemen, Jean-Louis Burckhardt. Burckhardt kennt auch das Schicksal seiner Vorgänger. Meine Herren, wir sind uns alle bewusst, dass ich nicht der Erste bin, der diesen Versuch unternimmt. Mungo Park hat es von der Westküste aus versucht und ist gescheitert. Deswegen werde ich 3 Jahre zuvor
war der Offizier Mungo Park mit mehr als 30 Soldaten aufgebrochen. Eine Expedition ohne Wiederkehr. Das letzte Lebenszeichen der Truppe kam vom Unterlauf des Niger. Der Deutsche Friedrich Hornemann hatte hingegen eine nördliche Route gewählt. Von Tripolis aus war er alleine in Richtung Niger aufgebrochen. Seine Spuren verwehen im Sand der Sahara. Burckhardt will sich deshalb in Kairo der großen Karawane anschließen, die alljährlich die muslimischen Pilger zurück in das Innere Afrikas bringt. Ich werde im Gegensatz zu meinen Vorgängern versuchen, diese Unternehmung durchzuführen, indem ich mich tarne, indem ich eine Identität annehme, eines indischen Händlers. Scheich Ibrahim. Ibrahim ibn Abdullah. Seine Auftraggeber sind von Burckhardt beeindruckt. Von nun an ist er Agent des mächtigen Empire. Dass wir über all das so gut Bescheid wissen, liegt an der Gründlichkeit der African Association. Inzwischen ist aus ihr zwar die renommierte Royal Geographic Society hervorgegangen, doch die Unterlagen zu Burckhardts Mission befinden sich noch immer in den Archiven. Die Dokumente machen deutlich, wie präzise sich Burckhardt auf die Expedition vorbereitet hat. Aus Johann Ludwig Burckhardt wird ein Agent im Auftrag seiner Majestät, Scheich Ibrahim. Aber mit dem Decknamen allein ist es ja nicht getan. Wie will er diese Rolle lernen? Es ist eine lebensgefährliche Aufgabe, für die es kein Drehbuch gibt. Für mich wäre das selbst heutzutage eine unmögliche Mission. Was soll da ein Jurastudent vor 200 Jahren machen? Das, was wir auch heute tun würden, nämlich die Schulbank drücken. An der altehrwürdigen Universität Cambridge, 100 Kilometer nördlich von London, beginnt Burckhardts Verwandlung. Sie wird fast 4 Jahre dauern. Vorlesungen in Anatomie sind Burckhardt besonders wichtig. Krankheiten sind eine große Gefahr, denn Impfungen oder Medikamente gegen Infektionen gibt es damals kaum. Und dann muss er auch noch Arabisch pauken, damit seine Tarnung perfekt ist. Vor 200 Jahren ist Cambridge einer der wenigen Orte in Europa, an denen die Sprache des Orients überhaupt gelehrt wird. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And we have wa, which is and. Schon die einfache Begrüßungsformel ist für mich eine echte Herausforderung. Wa rahmatullah. Well done. Yes, wa rahmatullah. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Well done. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa rahmatullah. Yes. Wa rahmatullah. Well done. Yes. Assalamu rahmatullah. Okay. Shall we try now the third bit, which is wa barakatuh? I don't. Barakatuh. Let's try wa barakatuh. Nur ein Jahr bleibt Burckhardt in Cambridge. Dann geht seine Reise los. Denn nur vor Ort kann er sich mit den Sitten und Gebräuchen des Orients wirklich vertraut machen. Bei seiner gewählten Tarnung muss er nicht nur beten können wie ein Muslim, auch andere Dinge gehören einfach dazu. Dinge, die jeder Beduine damals beherrscht. Alles leichter gesagt als getan. Bismillah. Bismillah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun. Vom Akademiker zum Agenten in geheimer Mission. Kein leichter Weg für den jungen Schweizer, aber sein Leben hängt von der perfekten Tarnung ab. Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Das ist ein Vermächtnis. Aufzeichnungen und Briefe von seiner abenteuerlichen Reise.
Hier an der Universität in Cambridge werden sie aufbewahrt. Die Manuskripte beschreiben die allmähliche Verwandlung Johann Ludwig Burckhardts zu Scheich Ibrahim mit allen Details. Und sie lassen uns teilhaben am Innenleben des jungen Mannes, der zu einem der größten Entdecker des 19. Jahrhunderts werden sollte. Kurz vor der Abreise schreibt Burckhardt an seine Eltern: Ich habe einen Plan im Werke, der mit Gefahr, aber auch mit großem Nutzen verbunden ist. Nicht nur für mich, auch für England. Und ich darf sagen, für die ganze Menschheit. Am 14. Februar 1809 bricht Johann Ludwig Burckhardt von England aus auf. Über Malta erreicht der 24-Jährige im Juni die alte Handelsstadt Aleppo. Durch ihre Lage an den Karawanenstraßen seit jeher ein Treffpunkt der Kulturen. Für Burckhardt ein idealer Zugang zur arabischen Welt. Hier fällt er nicht zu sehr auf. Ich kann mir gut vorstellen, wie er damals im Gewirr der Altstadt unerkannt untertaucht. Er nennt sich jetzt Scheich Ibrahim und gibt sich als Händler aus Indien aus. In der Nähe des Marktes mietet er eine unauffällige Bleibe. In seiner Tarnung sucht Burckhardt zur Gebetsstunde eine Moschee auf. Es gibt dort getrennte Eingänge für Frauen und Männer, was er jedoch nicht weiß. Nur die Hilfe eines Einheimischen bewahrt ihn davor, gleich am Beginn seiner Mission aufzufliegen. أنا مسلم الحمد لله يمكن أن تحدث يعني بلغتك؟ Burckhardt muss sich etwas einfallen lassen. Ein Schweizer soll bleiben. Sei es da oder dort. Es wird von mir halbwegs bloß die Heimatsprache geredet. Er kann nur hoffen, dass hier niemand den Unterschied zwischen Schweizerdeutsch und Indisch kennt. Vergabet uns beide. Doch, kann nicht so schlecht. Kein Silbi wird geändert. Meine Sprache ist mir recht. Der Trick gelingt. Die erste große Prüfung ist bestanden. Doch schon die nächste wird nicht so glimpflich enden. Um an den Niger zu gelangen, muss Burckhardt durch die Wüste ziehen. Ein Gewaltmarsch, selbst im Schutz einer Karawane. Um sich auf die unbekannten Strapazen vorzubereiten, schließt sich Burckhardt einer Gruppe von Händlern an, die Waren von Aleppo aus nach Osten bringen. Zunächst läuft auch alles glatt. Doch bei der Rast unterläuft ihm ein verhängnisvoller Fehler. Entgegen muslimischer Tradition behält er ein Stück Brot als Notration für den nächsten Tag und vergisst dann auch noch Allah für die Speise zu danken. Burckhardt hat sich so selbst als Ungläubiger enttarnt. Jetzt ist er der Willkür seiner Begleiter schutzlos ausgeliefert. Er steht kurz davor, ermordet zu werden. Das Miniaturgrab, das sie formen, ist eine ernsthafte Drohung. Burckhardt bleibt nichts anderes übrig, als ihnen seine ganze Habe zu überlassen, um mit dem Leben davonzukommen. Er wird diese Lektion nie vergessen und sie wird ihm später noch einmal die Haut retten.
Zum ersten Mal steht die Expedition auf Messers Schneide. Nicht das heiße Klima und unbekannte Krankheiten bedrohen den jungen Abenteurer aus Europa, sondern vor allem seine Unkenntnis der orientalischen Kultur. Wie schwer muss es ihm gefallen sein, in eine andere Haut zu schlüpfen? Bei seiner Premiere scheitert Scheich Ibrahim kläglich. Er kennt seine Rolle einfach noch nicht gut genug. Ich kann mir als Schauspieler einen peinlichen Hänger leisten. Für Borkhardt jedoch kann jeder Fehler tödlich enden. Es imponiert mir, dass er sich von seinem Fiasko nicht entmutigen lässt. An seinem Plan hält der unerschütterliche Entdecker fest. Zurück in Aleppo arbeitet Borkhardt hart an sich. Um sein Arabisch zu verbessern, übersetzt er Robinson Crusoe. Ob ihm dabei wohl bewusst wird, wie sehr sein Schicksal dem des Gestrandeten gleicht? Als Scheich Ibrahim ist Borkhardt fast ganz auf sich allein gestellt. Nur der britische Konsul kennt seine wahre Identität. Der Konsul möchte Sie sehen. Ich komme. Der Gesandte stellt Borkhardts einzige Verbindung zu seinen Auftraggebern dar. Unter großen Vorsichtsmaßnahmen sucht er ihn regelmäßig auf, um seine Berichte als Diplomatenpost an die Themse zu schicken. Auf demselben Weg kommen Geld und Anweisungen aus London an ihn zurück. Scheich Ibrahims Kontakte zum britischen Konsul müssen geheim bleiben. Spione gibt es damals schon reichlich in der Stadt. Nur in der Dienstwohnung des Diplomaten kann Borkhardt sich sicher fühlen. Denn der Gesandte ist in alle Dinge eingeweiht und schätzt den jungen Mann für seine gute Beobachtungsgabe. Der Konsul und der Abenteurer teilen auch die Leidenschaft für afrikanische und arabische Kunstwerke. Ein neues Stück zieht den Agenten sofort in seinen Bann. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ein erstaunliches Stück. Der Händler sagte, sie sei aus dem Süden. Petra liegt im Süden. Die verlorene Stadt? Die Stadt der Nabatäer. Borkhardt hat von Petra nur in antiken Texten gelesen. Auch kennt er Statuen, die von dort stammen. Doch die genaue Lage der Hauptstadt des alten Nomadenreiches ist seit mehr als einem Jahrtausend in Vergessenheit geraten. Die Wiederentdeckung wäre eine Sensation. Borkhardts Ehrgeiz ist geweckt. Statt der kürzeren Küstenroute entscheidet er sich für den Weg über Land, mitten durch die Wüste. Er will Petra finden. Im Sommer 1812 dringt er südlich des Toten Meeres in unbekanntes Gebiet vor. Mit dem Beduinen Hamid hat Borkhardt einen neuen Führer an seiner Seite. Wadi? Wadi Ram. Borkhardt vermutet, dass in der Nähe des Wadi Ram auch das antike Petra liegen muss. Doch darf sich ein Muslim nicht für Kunstwerke von Ungläubigen interessieren. Borkhardt will die erste Etappe seiner Reise zum Niger durch einen archäologischen Sensationsfund krönen. Petra, das Atlantis der Wüste, die verlorene Stadt aus Stein. Aber dafür steht ihm jetzt seine Identität als Scheich Ibrahim im Wege. Was macht ein Schauspieler, der seine Maskerade nicht fallen lassen darf? Er greift zu einem Trick. Borkhardt weiß von einem heiligen Grab in der Nähe von Petra. Es ist das Grab Aarons, des Bruders von Moses. Beide werden auch von Muslimen als Heilige verehrt. Mit einem Opfer will Scheich Ibrahim den Segen Aarons für die Reise sichern. Diesem frommen Wunsch seines Geldgebers kann sich der Beduine nicht entziehen.
Johann Ludwig Burckhardt, alias Scheich Ibrahim, muss vor 200 Jahren diesen Weg genommen haben, als er sich unter dem Vorwand des Ziegenopfers den Zugang nach Petra verschafft. Auch wenn er damals nicht wissen konnte, ob ihn der Weg durch die Schlucht tatsächlich an sein Ziel führen wird. Die gewaltigen Felswände wirken noch heute wie eine Festung. Ein natürlicher Schutz für alles, was dahinter versteckt liegt. Es sind die Ruinen einer Handelsmetropole, in der zur Zeit von Christi Geburt um die 40.000 Menschen leben. Bis die Römer Petra erobern und die Felsenstadt bald danach in Vergessenheit gerät. Bis Burckhardt kommt. Wer hat das gebaut? Ungläubige. Seine List hat sich gelohnt. Jetzt darf er sich endlich Entdecker nennen. Am 22. August 1812 wird die über 2000 Jahre alte Felsenstadt dem Vergessen entrissen. Verborgen vor den Augen seines Begleiters fertigt Burckhardt Skizzen der alten Tempel und Grabanlagen an. Der Entdecker zeichnet ganz im Geheimen, es bleibt ihm nur wenig Zeit. Dennoch muss er äußerst sorgfältig arbeiten, denn allein anhand dieser Aufzeichnungen wird die europäische Fachwelt entscheiden, ob es die erhoffte grandiose Entdeckung ist. Für mich ist der Eindruck heute noch so überwältigend, wie er vor 200 Jahren für Burckhardt gewesen sein muss. Selbst wenn jetzt hier so viel Trubel herrscht. Der junge Mann hat keinen Zweifel daran, was er entdeckt hat. Zwischen Totem und Rotem Meer gibt es keine anderen Ruinen, die geeigneter wären, um für die von Petra gelten zu können. Doch welch eine Ironie des Schicksals. Selbst wenn ihm die Wissenschaft bald schon recht gibt, muss der verdiente Ruhm Scheich Ibrahim damals vorenthalten bleiben. Als im Juni 1813 die Nachricht von der Wiederentdeckung Petras in Europa Schlagzeilen macht, bleiben die genauen Umstände des Fundes unerwähnt. Der Name des Entdeckers wird in der Meldung nicht genannt. Sicher eine wichtige, sinnvolle Maßnahme. Die Zeitungen werden ja auch im Nahen Osten gelesen. Burckhardts Tarnung wäre aufgeflogen, er wäre freiwillig gewesen. Aber alles in allem eine verdammt undankbare Rolle, die er da spielen muss. Selbst nach seinen großen Erfolgen muss er im Verborgenen bleiben. Heute ist es kein Geheimnis mehr, wem die Welt die Wiederentdeckung Petras verdankt. Bis heute greifen Wissenschaftler, die die alte Felsenstadt erforschen, auf Burckhardts Aufzeichnungen und Skizzen zurück. Nur 6 Jahre nach der Wiederentdeckung trifft der erste Archäologe in Petra ein. Seitdem ist der Strom der Forscher nie wieder abgerissen. Einen davon, der hier schon seit 10 Jahren gräbt, besuche ich. Chris. Robert, schön, dich zu sehen. Was genau sucht ihr hier? Wir sind hier in Beda, einem nördlichen Vorort, und wollen herausfinden, welche Rolle dieser Außenposten für die Versorgung der Stadt spielte. Was war denn für Burckhardt so interessant an Petra? Burckhardt lebte im Zeitalter der Entdeckungen. Bevor er die Stadt 1812 wiederfand, kannte man Petra nur aus antiken Texten. Die beschrieben einen rätselhaften Ort von überwältigender Pracht. Ein Rätsel, das auf ihn als Entdecker einen ungeheuren Reiz ausübte. Die Entdeckung Petras hat ihren Preis. Kann es losgehen? Ja. Ein Zicklein muss dafür sein Leben lassen. Andere große Entdeckungen haben mehr Opfer gefordert.
Nach seiner Entdeckung macht sich der Scheich auf schnellstem Weg nach Kairo. Von hier will er nach Murzuk, einer Handelsstation am Rande der Sahara. Von dort ziehen regelmäßig Karawanen zum sagenumwobenen Timbuktu, ganz in der Nähe des Niger. Auf ihrem Weg nach Kairo schließen sich die beiden einer Gruppe von Händlern an. Burkhard ist jetzt schon so weit Orientale, dass er nicht weiter auffällt. Gefahr droht dieses Mal von ganz woanders. Wie aus dem Nichts erhebt sich ein Samoun. So nennen die Araber die verheerenden Sandstürme der Wüste. Nur eine kleine Senke bietet den Reisenden Schutz vor tausenden Tonnen Sand. Im Nu macht er aus einem klaren Tag eine undurchdringliche Staubwolke. Als Burkhard sich nach Stunden aus dem Sand befreit, ist die Karawane bereits weitergezogen. Nur sein Diener Hamid ist zurückgeblieben. Er versucht, die Situation für sich zu nutzen. Mit einem Bild, das der Entdecker bereits kennt. Diesmal ist das Minigrab nicht als Todesdrohung zu verstehen. Der Beduine will mehr Geld nach der überstandenen Gefahr. Doch Scheich Ibrahim hat gelernt und weist in der Art der Wüstensöhne die Forderung zurück. Davor hat Hamid Respekt. Die dreimonatige Reise hat die Gefährten zusammengeschweißt. Im nahegelegenen Kairo gehen sie als Freunde auseinander. Burkhard braucht jetzt keinen Führer mehr. Das, was er lernen musste, hat er gelernt. Jetzt wird es für ihn Zeit, sich seiner eigentlichen Mission zu widmen, der Erkundung des Niger. Ausgangspunkt dafür ist Kairo. Damals und heute die größte Stadt der arabischen Welt. Dank ihrer Lage am Ufer des Nils ist die Metropole erstaunlich grün. Die Wüste liegt allerdings direkt vor der Tür. Nur wenige Kilometer vom Nil entfernt beginnt die nordafrikanische Trockenzone. Um zum Niger zu kommen, muss Burkhard sie durchqueren. Hallo, hey. Welcome. Seine Rolle als Scheich Ibrahim hat Burkhard inzwischen völlig verinnerlicht. Er kann sich mühelos durch das quirlige Kairo bewegen. Niemand zweifelt an seiner Identität als arabischer Händler. Das kann ich nur bewundern. Den ersten Teil der Aufgabe, die ihm seine Auftraggeber in London gegeben haben, hat der Entdecker erfolgreich erfüllt. Eine kleine Ahnung davon, wie es damals vor dem Aufbruch der großen Karawane nach Westen zugegangen sein muss, bekomme ich heute auf dem Kamelmarkt bei Kairo. Und genau wie heute brauchte man auch vor 200 Jahren Geld, um weiterzukommen. Geld, das Burkhard fehlt, als er in Kairo ankommt. Der Umweg über Petra hat ihn wertvolle Zeit gekostet und die nächste Zahlung aus London lässt auf sich warten. Zu spät für die Karawane im Spätherbst des Jahres 1812. Doch nach Jahren im Orient hat Scheich Ibrahim gelernt, sich zu gedulden. Da die nächste Karawane erst in einem Jahr geht, mietet er sich in der Altstadt von Kairo ein. Er will die erzwungene Wartezeit nutzen. Immer stärker wird Burkhard von dieser Welt geprägt. Immer mehr wird er ein Teil von ihr. Mit dem aus London gekommenen Geld ändert er jetzt auch seine Gewohnheiten.
Im Stil eines wohlhabenden Arabers lädt der Scheich häufig Gäste in sein Haus. Bald ist er ein stadtbekannter Mann. Bald aber auch fragt man sich, wo seine Waren sind, womit er sein Geld verdient. Sein großzügiges Auftreten bringt dem vermeintlichen Händler nicht nur Freunde ein. Selbst seine Besuche beim englischen Konsul sind längst kein Geheimnis mehr. Burkhard, so scheint's, vertraut seiner Tarnung so sehr, dass er ein wenig leichtsinnig wird. Schließlich wird der Scheich als Spion verdächtigt. Er muss sich persönlich vor dem höchsten Machthaber Kairos verantworten. Muhammad Ali ist ein skrupelloser Despot. Und nicht nur das, der neue Pascha in Ägypten hat europäische Berater und ist bekannt für seinen Scharfsinn. Ihm gegenüber wird Burkhard sich erklären müssen, unter höchster Gefahr für sich und seinen Auftrag. In der Zitadelle von Kairo hält Muhammad Ali Pascha damals Hof. Nur mit einer Sondergenehmigung erhalte ich Zutritt, denn der Audienzsaal des Paschas ist für die Öffentlichkeit seit langem verschlossen. Diesen Weg muss damals auch Burkhard gegangen sein. Spätestens jetzt hätte ich gekniffen. Hierher hätte ich mich nicht mehr getraut. Der Pascha weiß doch von Scheich Ibrahims Kontakten zu den Engländern. Wie soll Burkhard dem Despoten jetzt noch seine wahre Mission verheimlichen? Aber wahrscheinlich war es für Burkhard längst nicht mehr möglich, Kairo heimlich zu verlassen. Und es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich in diesen Räumen seinem Schicksal zu stellen. Nach der Audienz wird Burkhard erst einmal eingesperrt. Die Geschichte, die er dem Pascha aufgetischt hat, klang ja auch gar zu abenteuerlich. Ja, er habe in England den Islam studiert und sei von ganzem Herzen Muslim. Jetzt wolle er, wie der Koran gebietet, nach Mekka pilgern. Der Pascha lässt Burkhard von zwei Geistlichen prüfen. Und auch wenn er die Prüfung mit Bravour besteht, ist er vom Verdacht, ein Spion zu sein, nicht ganz reingewaschen. Dennoch erlaubt ihm der Pascha, die Pilgerfahrt nach Mekka anzutreten. Burkhard lässt sich sogleich als Pilger porträtieren, um in England für seine Reise zu werben. Seine Auftraggeber in London konnte er damit überzeugen. Sie sind mit seinen Mekka-Plänen einverstanden. Aber ich frage mich schon, warum macht er das wirklich? Diese Pilgerfahrt nach Mekka. Nach allem, was wir wissen, lässt er sich sogar dafür beschneiden. Ist das Teil seines Rollenspiels oder ist es echte Überzeugung? Bei Schauspielern kommt es ja auch manchmal vor, dass eine Rolle zur Realität wird und der Akteur selber nicht mehr so genau weiß, wer er ist. Muslim, Agent und auch Entdecker. Burkhard hat wohl mindestens drei Seelen in seiner Brust. Auch deshalb wählt er für seine Reise nach Mekka die längere Überlandroute, die ihn zunächst am Nil entlang flussaufwärts führt. Denn südlich von Assuan beginnt unkartografiertes Gebiet, wo Burkhard neue Funde zu machen hofft. Am 22. März 1813 wird sein Instinkt belohnt. Er entdeckt die Tempel von Abu Simbel. Eine monumentale Anlage, die Pharao Ramses II. Im 13. Jahrhundert vor Christus errichten ließ. Eine weitere große Entdeckung. Doch will Burkhard jetzt so schnell es geht nach Mekka kommen, zur Kaaba. Das zentrale Heiligtum des Islam. Damals ein von wenigen Tausenden besuchter Ort, begeben sich heute alljährlich mehr als 2 Millionen Muslime auf die Hadsch, wie man die große Pilgerfahrt nach Mekka nennt. Johann Ludwig Burkhard ist der erste Europäer, der eine vollständige Beschreibung der Kaaba verfasst. Musik.
Ich trug das zweiteilige Pilgerkleid der Muslime, als ich die Kolonnaden am Eingang der Kaaba betrat und ergab mich dem Anblick des heiligen Ortes. Dann schloss ich mich dem Tawaf an, dem Zug der Gläubigen, der das Heiligtum 7-mal umkreist. Während des Gebets zählt der Pilger seine Schritte, um die Dimensionen des Heiligtums zu erfassen. Der Platz um die Kaaba ist 250 Meter lang und 200 breit. Ich habe größere Moscheen gesehen und prächtigere, aber nirgendwo tiefere Ergriffenheit erlebt. Als der Zugang zur Kaaba geöffnet wird, schafft Burkhardt, was nur den wenigsten gelingt, Einlass in das Allerheiligste des Islam. Die Menge drohte im fensterlosen Raum zu ersticken. Trotz der Umstände drängte sich jedermann an die Mauer des Heiligtums, um mit ausgestreckten Armen für die Vergebung seiner Sünden zu bitten. Kein Gesicht, das nicht von Tränen bedeckt wäre. Allahu Akbar. Gott ist groß, rufen die Gläubigen tausende Male. Und auch wenn er die anderen Pilger genau beobachtet und schildert, über seine eigenen Gefühle schweigt Burkhardt. Ich werde aus Burkhardt nicht so ganz schlau. Auch in Kairo finde ich keine weiteren Hinweise. Ist Burkhardt nun ein Muslim geworden oder nicht? Der Pilgerbrief, der seine Teilnahme an der Hadsch bestätigt, deutet dies an. Nach allem, was ich über Burkhardt in Erfahrung bringen konnte, sah der Entdecker aber gar keinen Widerspruch darin, gleichzeitig gläubiger Muslim und pflichtbewusster Angestellter der African Association in London zu sein. Als Wanderer zwischen den Welten hat Burkhardt sein Ziel fest vor Augen. Als Hadsch, wie man die Mekka-Pilger nennt, kann er sich gefahrlos der großen Karawane anschließen. Denn auch am Ufer des Niger glaubt man an den Koran. Ein letztes Mal vor der geplanten Abreise stellt Burkhardt seine Berichte und Zeichnungen für eine Sendung nach England zusammen. Seine Auftraggeber an der Themse sind sich sicher, wenn einer die Mission zur Erschließung des Niger erfolgreich beenden kann, dann er. Burkhardt schickt nicht nur seine Aufzeichnungen nach London. Mit seiner letzten Sendung kommt auch eines seiner schönsten Stücke ins British Museum. Es ist eines der Prunkstücke der ägyptischen Sammlung. Eine Kolossalstatue Ramses II., über 7 Tonnen schwer, aus einem Stein geschlagen. Wenn ich heute diese Statue sehe, komme ich kaum umhin, sie als eines der größten Vermächtnisse Burkhardts zu sehen. Mit seinem Geschenk öffnete er erst die Augen vieler europäischer Wissenschaftler für eine der ältesten Hochkulturen überhaupt. Wie unendlich schade, dass diese großartige Statue zugleich so etwas wie Burkhardts Abschiedsgeschenk ist. Er selbst wird sie nie in London zu Gesicht bekommen. Denn kurz vor dem Aufbruch der Karawane, die ihn nach Jahren endlich zum Niger bringen soll, erkrankt der Entdecker an der Ruhr. Schnell nimmt die Infektion einen schweren Verlauf. Mit den damals verfügbaren Mitteln lässt sie sich nicht aufhalten. Hilflos müssen seine Freunde mit ansehen, wie der große Entdecker am 15. Oktober 1817 stirbt, 32 Jahre alt. Das Tor zur Wüste Richtung Niger, Burkhardt bleibt es für immer verschlossen. Musik
Sein Leichnam wird nach muslimischem Ritus bestattet. Burkhard wollte es so. Er hatte es in seinem Testament verfügt. Ist das jetzt Tarnung bis zum bitteren Ende, frage ich mich, oder doch vielleicht der Beweis dafür, dass Burkhard längst den muslimischen Glauben angenommen hatte? Wir wissen es nicht. Eins aber wissen wir, der Agent seiner Majestät hat seinen eigentlichen Auftrag nicht erfüllt. Er war nie am Niger. Und doch hat Burkhard so viel mehr erreicht als unzählige vor und nach ihm. Seine Rolle als Scheich Ibrahim öffnete ihm Zugang zu einer bis dahin für Europäer fremden und abgeriegelten Welt. Er wurde zum ersten wirklichen Vermittler zwischen Orient und Okzident. Weitere 13 Jahre sollte es nach Burkhards Tod dauern, bis eine britische Expedition die Mündung des Niger erreicht. Doch der Fluss erweist sich letztlich als ungeeignet für die Erschließung Afrikas. Johann Ludwig Burkhard, alias Scheich Ibrahim, findet seine letzte Ruhestätte in Kairo. Noch heute wird sein Grab von Muslimen und Christen gleichermaßen besucht und geehrt. In der arabischen Welt gibt es nur wenige Europäer, die so geachtet werden wie er. Was für eine Tragödie. Ich kann es gar nicht fassen, dass Burkhard es bei all dem Aufwand und den Mühen nur bis hierher geschafft hat. In diesem Sarkophag ist er bestattet. Hat er versagt? Ich meine nein. Johann Ludwig Burkhards Verdienste sind groß. Als Agent im geheimen Auftrag britischer Kolonialpolitik aufgebrochen, wird der Entdecker schließlich zu einem wahren Freund und Kenner des Islam. Sein eigentliches Ziel, den Niger, hat er verfehlt. Erreicht hat er viel mehr. Ein neues Verständnis zwischen den Kulturen.